der sozialen Branche, vor allem auch im Bereich der Pflege. Da herrscht ja derzeit ein akuter Fachkräftemangel. Was müssten die betreffenden Unternehmen tun, um auch die Digital Natives an Land zu ziehen? Die sozialen Berufe, da stellt sich ja die Frage nach der Sinnhaftigkeit meist eher weniger. So, das heißt, grundsätzlich sind wir schon sehr affin, was diese Berufe angeht, und können uns auch super vorstellen und hätten tendenziell auch viel Lust, in diesen Berufen zu arbeiten. Was der größte Hinderungsgrund ist, sind in diesen Berufen natürlich die Rahmenbedingungen. Und da gibt es Optimierungspotenzial, sowas wie Arbeitszeiten besser organisieren, flexibler planen, Aufgaben verteilen, Arbeitsorte und gegebenenfalls zu flexibilisieren. In manchen speziellen Tätigkeiten ist es da gegebenenfalls möglich. Digitale Tools, die die Arbeit einfacher machen, einzusetzen. Naja, und dann letztendlich ist es, denke ich, auch in diesen Berufen dann doch auch eine Frage der Vergütung und der Vergütungsmodellen, die einfach das große Damoklesschwert sind, die über diesen Berufen, das über diesen Berufen hängt und was aber in jeder Generation auch schon immer das Problem war. Ich meine, wir suchen nach Sinnhaftigkeit, Selbstverwirklichung und nach einem adäquaten Arbeitsumfeld. Wenn wir davon aber nicht leben können, dann fangen wir auch nicht an, überhaupt dieses Berufsfeld nur in Erwägung zu ziehen. Nicht immer lässt sich alles überall sofort digitalisieren. Gibt es denn auch analoge Anreize, mit denen Unternehmen bei den Digital Natives punkten können? Das, was man so als New Work oder neue Arbeit oder was man momentan auf dem Arbeitsmarkt sieht, das ist ja nichts, was nur ausschließlich durch die Digitalisierung kommt, sondern auch durch die Veränderung auf dem Arbeitsmarkt, durch die Fachkräftesituation, dass Unternehmen anfangen, Benefit-Programme aufzubauen, dass Unternehmen in ihre Mitarbeiter auch hinsichtlich Weiterbildung investieren. So, das ist nicht zwangsläufig mit dem Digitalen in Verbindung zu bringen, hängt aber damit vielleicht auch doch irgendwie zusammen, weil das Digitale und das Technologische so die Geschwindigkeit, in der sich unsere Welt dreht, schon ganz maßgeblich beschleunigt und verändert. Auch wenn ein Beruf auf den ersten Blick nichts mit Digitalem zu tun hat, kann da sich das Arbeitsumfeld verändern in der Art und Weise, dass es den mit den konkurrierenden Berufen auf dem Arbeitsmarkt besser mithalten kann oder die Arbeitsbedingungen für jeden Einzelnen verbessert. Also das heißt, seien es gewisse Benefit-Programme, gibt es ein Jobrad, gibt es irgendwie sowas wie ein Nahverkehrsticket, werden Bedürfnisse der Mitarbeiter ganz konkret gefördert? Also gibt es vielleicht sowas ganz Simples wie Duschen am Arbeitsplatz, dass ich tatsächlich jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen kann? Gibt es ein hochwertiges und günstiges Essen vor Ort? Gibt es Weiterbildungsangebote, und die ich tatsächlich annehmen kann? Wird gefördert, dass neue Arten der Zusammenarbeit oder neueste Arbeitsmittel zur Verfügung stehen, die die Arbeit einfacher machen? Das können digitale sein, müssen es aber auch nicht zwangsläufig. Wenn wir die drei Top-Beweggründe, die wir als Generation sagen, wie wählen wir einen Job aus? Sinnhaftigkeit, kann man sagen, macht man einen Haken dran. Selbstverwirklichung, gut, da ist viel, wie viel lerne ich tagtäglich, wie viele Fortschritte kann ich machen? Und Arbeitsumfeld kommt dann direkt drittens, und da lässt sich doch viel noch optimieren und verbessern.